Ja, die gute alte Zeit, mitten in München lebt sie wieder auf. Jetzt zu einer Legende, die auch 22 Jahre nach ihrem Tod noch für Herzrasen und Glücksgefühle sorgt. Zumindest bei den Fans. Schlagerstar Roy Black. Heute wäre er 70 Jahre alt geworden. Liane Bagay und Jörn Michaelis haben mit Fans und Weggefährten gesprochen. Du bist nicht allein, denn du träumst ganz im Weiß mit einem Blumenstrahl. Roy Black, Sänger, Schauspieler, Legende. Millionen von Menschen lieben ihn, noch heute. Blacks Grab in Strasberg bei Augsburg, eine Pilgerstätte für seine Fans. Er ist für mich ein großes Vorbild, trotzdem er so viel jünger ist als ich. Roy Black, das ist ein Lebensgefühl. Und dann war natürlich meine erste Jugendliebe. Sänger Michael Holm, selbst Schlagerstar und Moderator. Er hatte unzählige Auftritte mit Roy Black, beide waren gut befreundet. Er war ein hübscher Junge, ein Prinz von der Optik, ein Prinz im Verhalten, höflich, zurückhaltend, immer ein richtiger Gentleman. Und dann als zweites, er hatte eine wunderbare Stimme. Und weht jetzt der Wind auch kalt in mein Gesicht. Roy Black und seine Musik, für seine Fans das Allergrößte. Aber oft wurde Roy Black auch als Schnulzenkönig verspottet. Das hat ihn verletzt und gestört. Ich habe ihm gesagt, Mensch, Alter, Millionen von Menschen lieben dich. Was brauchst du da irgendwelche Heinis, die das schreiben, was die Millionen Menschen, die dich lieben, sowieso nicht lesen oder was die gar nicht interessiert? Damals hat man noch nicht Fuck you gesagt, nicht, aber so ähnlich, scheiß drauf. Roy Black, sensibel, leicht verletzbar. Am 9. Oktober 1991 stirbt er. Todesursache Herzversagen. Alfred Riepertinger ist Leichenpräparator. Er hat die Leiche von Roy Black als letzter gesehen. Bei Roy Black war es eben bemerkenswert, weil er so sonnengebräunt und so einen dunklen Teint hatte. Man kennt es normalerweise vom Verstorbenen nicht, die eigentlich relativ blass und farblos sind. Das Roy Black Denkmal mitten in Augsburg. Direkt daneben der Roy Black Weg. Sein bürgerlicher Name Gerhard Höllerich. Er wurde nur 48 Jahre alt. Noch kurz vor seinem Tod sagte er: In eineinhalb Jahren werde ich 50. Das ist eigentlich eine ungeheure Zahl. Man wird damit, wenn man konfrontiert wird, nicht so leichtfertig. Ich habe noch Ziele, ich habe noch Träume. Ich denke an ihn und er fehlt mir manchmal wirklich. Ich würde manchmal wirklich gerne zum Telefon greifen und sagen: Hey, Roy, Alter, sag mal, hast du das jetzt? Aber das geht natürlich nicht, wenn ein Mensch tot ist. Auch seine Fans vermissen Roy Black sehr. Sie werden wieder zu seinem Grab pilgern. In den Herzen seiner Fans nämlich wird Roy Black immer weiterleben.